So, dann wollen wir wach halten. Die Gegenstände identifizieren können wir noch nicht wirklich. Wir haben zwar Astralenergie über momentan, aber die sollten wir uns auch bewahren, falls irgendwas Garstiges passiert. Es bringt uns nicht wirklich zu wissen, was die Gegenstände machen, wenn sie dann im Notfall nicht Nignifaxi schmeißen kann. So. 6 Punkte ist okay. Der Waldschrat wieder. Bye bye. Halt! Kein Schritt weiter! Ja. Uns in Salamanderstein! Oder wir werden euch töten! Keiner kommt hier durch! Niemals! Und sie lauern uns wieder auf. Hier habt ihr den alten Stein. Habt ihr den alten Stein? Wusste ich doch, dass ihr vernünftig seid. Die Magie verschwindet mit dem Salamanderstein Richtung Westen. Diesmal mit dem echten. Und sie sind nicht wieder in die Stadt zurückgelaufen. Ja. Totenplanung. Wir würden gerne nicht nach Südwesten. Wir werden jetzt einen großen Umweg laufen müssen. Also erstmal nach Nordosten. Von da aus nicht in den Sumpf. Der Sumpf ist genauso anstrengend wie Lovan. Also außenrum. Dahin. Dann gucken wir da weiter. So. Wir marschieren ein wenig weiter. Vielleicht kommen wir noch zum Gasthaus. Ja, sehr schön. Herberge. Wir würden gerne was Gutes essen. Ja, schöne Hausmannskost. Und wir hätten gerne eine richtig teure Suite. Und meditieren wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Also Talana, Meditation. 5. Jallen. Nein, nicht Mron. Talent anwenden. Jallen. Wunden heilen. Talana. Jo, sehr schön. Schlafen, jo. 8 Punkte. Ja, doch. In 1-2 Tagen können wir uns mal die Sachen genauer anschauen. Also das Schild und den Helm. Und wir haben ja doch einige Tage vor uns. Lagerplatz suchen. Alte Option. Kräutersuche, jagen. Alles gut soweit. Oh. Was ist denn los? Fragt Prima. Ich glaube, ich habe was gehört. Na, was ist es? Säbelzahntiger. Ja, nee, die waren nicht wirklich eine Herausforderung. Da wird einfach kurz der Kampf berechnet ohne Magie. Oh, 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 oh. Kurima. Was ist denn mit dir los? Die muss auf jeden Fall gleich verhastet werden. Die ist doch genauso gut gepanzert wie unsere Jungs, oder? Kurz Reiseoptionen, Reise unterbrechen. Talent anwenden. Jallen, Wunden heilen. Kurima, bringen Sie bitte nicht um. Jo, schon besser. Vielleicht noch einen kleinen Zauber hinterher. Jallen, Zauber sprechen, Heilung, Balsam auf Kurima für 10 Punkte. Balsam. Jo, das sollte jetzt reichen. Weiter reisen. Ihr steht wieder am Ufer des finsteren Zwelt. Der Fährmann sitzt bei der wenig vertrauenserweckenden Pferde. Wir hätten gerne eine Überfahrt. Und wir haben es eilig, also geben wir ihm 28 Silbertaler für jeden? Nee, komm, da warten wir. 2 Stunden, dann kann ich leben. Das gleicht mir jetzt durch den strammen Marsch ein wenig aus. So. Kein Essen, 3 Tanelen, ja, sehr gut. Keiner sieht krank aus, da müssen wir auch immer drauf achten zwischendurch. Oh, und eine Kleinigkeit ist mir gerade aufgefallen. Reise unterbrechen. Wir sollten vielleicht mal Mürren vorangehen lassen. So, weiter reisen. Eine Stadt. Ja, wir wollen die Stadt betreten. Wir haben nämlich ganz viel... Ach, Gashok. Es gibt wirklich keine Gegend in diesem Umland, wo
wo uns nicht irgendetwas Schlimmes widerfahren ist. Aber sei es drum. Wir wollen nur ein paar Sachen verkaufen. Hier war Markttag am Preiostag, richtig? Und sonst gab es kaum Händler. Eine Schmiede? Na, wir haben keine Waffen wirklich zum Reparieren, sondern nur zum Verkaufen. Händler. Händlerinnen. Na gut, gucken wir erstmal zum Markt. Und wenn da nichts ist, gehen wir nach Nordwesten. Und es ist nichts da. Also nur die Kräuterhexe. Also ein Händler war hier vorne gleich. Da. Wir würden gerne verkaufen. Und zwar Amrim hat nichts. Tirik hat nichts, was er haben will. Feuerpulver. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr brauchen. Die behalten wir. Tokokut behalten wir. Ganz viele Schlüssel behalten wir. Nö. Nicht so wirklich interessant für uns. Dann wird die andere Händlerin auch nicht die ganzen Rüstungen aufkaufen wollen. Ja, schade. Dann können wir die Stadt gleich wieder verlassen. Gab es hier einen Westausgang? Nö. Dann probieren wir jetzt nochmal den Südausgang. Wenn es da nicht geht, nehmen wir Norden oder Osten. Auch wenn Osten ein wenig ohne intuitiv wäre. Guten Planung. Wir würden nicht gerne nach Süden. Nein, stopp. Reiseoptionen umdrehen. Ja, wir wollen die Stadt betreten. Wir würden gerne dahin. Ja, wir wollen die Stadt verlassen. Gute Planung. Wir würden gerne ganz weiten Umweg gehen. Dann nach Westen. Und dann nicht nach Süden in den Sumpf, sondern weiter nach Westen. So weit planen wir erstmal nicht weiter. Essen scheint gerade Mangelware zu sein, okay. Oh, ganz viele Kräuter, sehr schön. Und was ist denn jetzt los? Ein Löwe. Wenn da jetzt Kurima gleich wieder rumkippt, dann gibt's aber. Ne, schau gut aus. Zang, zang, zang. Stirb. So. Und beim nächsten Lager schauen wir uns mal den Helm und den Schild an. So, Talana. Du brauchst Platz. Gib mal das Kettenzeug. Nicht ihr. Ihr. Wer hat jetzt... Also sie hat das eine Schild bekommen und den Silberhelm wollten wir noch hier geben. Darf sie nicht. Wegen die Edelsteine so viel. Da kann jemand anders mal das Alchemie-Set tragen. Ich denke mal, das wird schwer sein. So. Und die Edelsteine bestimmt Tirik ganz gerne. So. Na also. Zaubersprechen, wir hätten gerne Hellsicht. Analyse Arkanstruktur. Auf weiter. Den Silberhelm. Nuda Struktura Magie. Magisch auf alle Fälle, aber nichts weiter zu erkennen. Okay. Die Elfen könnten das vielleicht aufsetzen. Oder Gwendolyn. Hat gleich zwei mehr Rüstungsklasse. Ja, sehr schön. Und der Schild ist von Talana tragbar. Hellsicht. Analyse. Nuda Struktura Magie. Ich hatte auch nichts ausgewählt. Hellsicht. Analyse. So, weiter. Oh, okay. Du musst erstmal. Sind wir da? Hellsicht, Analyse, Schildgold. Nuda Struktura Magie. Kann nichts Besonderes erkennen.
Na gut. Dann halt nicht. Selbe wie immer. Schlafen, essen, Kräuter suchen. Und einen Silbertaler bezahlen. So. Und da jetzt ja nicht so wirklich viel Interessantes passiert, sehen wir uns wieder, wenn unsere Heldengruppe im Westen auf etwas Interessantes getroffen ist. Also bis gleich. So, da wären wir wieder. Unsere Helden sind jetzt eine gute Woche schon fast unterwegs und kommen gerade in der Stadt an. Dum, 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 dum. Das kennen wir doch auch noch. Schau mal, wie gut wir hier unsere Waffen loswerden können. Und die Rüstung, ohne wieder von irgendwelchen Leuten verprügelt zu werden. Gerogon erinnert sich ja noch an die ganzen blauen Flecke. Aber wir beeilen uns einfach. Also, wir haben Schmied, Lagerhaus, Händlerin, nein. Wir suchen die Waffenhändlerin. Da. Und rein da. Wir würden gerne verkaufen. Und zwar gehen wir einmal Reihe um. Du hast Kettenzeug zu verkaufen. Du hast das Kettenhemd zu verkaufen. Und zwei lang. Ja, ich weiß nicht, wem die gehören. Haben die Elfen noch ihre? Ja, haben sie. Ja, okay, dann können die beiden auch noch weg. Die Schuhe allerdings nicht. So, Bogen, Bogen. Rondrakam wollten wir uns auch noch angucken. Das kann weg, das kann weg. Dein Lederhelm kann weg. Die Schwerter können weg. Das Tutsackmesser war auch nichts Besonderes. Und ganz viele Schuhe, die können wir behalten. So, Falschen. Gewänden. 30% sauber. Und wo wir gerade mal hier sind, habt ihr vielleicht irgendwelche Magier gesehen? Salamanderstein. Nö. Blutsinn. Davon hatten wir auch schon gehört, dass da eine Feste sein soll, was auch ein guter Rückzugsort für die Magier wäre. Ja, mal schauen. Reisen? Nö, sie will nicht wirklich reden. Dann gehen wir auch mal. Wie spät haben wir es denn? 14 Uhr. Wenn wir noch ein wenig die Zeit vertreiben, könnten wir uns in einem Gasthaus oder einer Taverne mal umhören. Boah, das müsste doch machbar sein. Also erstmal schauen wir, wo eine Taverne wäre. Hier, zum Entenschnabel. Also quasi gleich um die Ecke. Schon auf? Nein, 16 bis so und so viel Uhr. Das heißt, wir rasten einfach ganz kurz. Jupp. 2 Stunden. So. An die Theke. Wir hätten gerne 7 Bier. Hallo? Könnt ihr uns was sagen über Salamanderstein? Nein. Über die Blutzinn? Nein. Über Reisen? Nein. Okay. Wir setzen uns an einen besetzten Tisch. Und sagen da ebenfalls Hallo. Und keiner will reden. Nö. In dieser Stadt werden wir kein Glück haben. Das heißt, wir verlassen sie am besten gleich auch wieder. Also. Dahin. Und raus hier. Ja, Routenplanung. Wir würden gerne eigentlich nicht nach Norden. Das heißt, wir müssen wieder dahin. Nein. Kurz rasten und wieder umdrehen. Oh, 2 Wirselkräuter, das ist doch mal schön. So, Reiseoptionen, umdrehen. Ja, wir wollen die Stadt betreten. Wir wollen ganz kurz rein und durch das Südtor, wenn denn eins da war, raushuschen. Und es gab ein Südtor, sehr schön. Ja. Routenplanung. Wir wollen jetzt zu einem Dorf im Süden. Also die Dörfer hier sollten wir auf jeden Fall abklappern. Denn die Magier müssen hier irgendwo lang gekommen sein. Probieren wir es erstmal hier unten. Und dann können wir da runtergehen zu dem Dorf. Das reicht. Nein.
weiter marschieren. Der kleine fitzliche Nauten, da waren wir schon einmal. Wenn ich mich recht entsinne, da war nur ein Tempel im Wald. Ich glaube schon, das können wir also ignorieren. Und noch ein wenig weiter marschieren. Wir haben es eilig. Wer weiß, wie schnell die Magier sind. Die sind bestimmt nicht so einen riesen Umweg gelaufen. Die mussten die Orks vor der Stadt auch nicht fürchten. Also sind sie wahrscheinlich echt mit den Orks im Bunde. Und wir sollten in den Blutzinn uns umgucken. Nur wo? Die sind ja doch ziemlich groß, die Blutzinnen. Weiter marschieren. Selbe Option. Jupp. Und kommen wir noch an. Könnte knapp werden. Furt durchqueren. Bitte lass keinen nass und krank werden. Bitte lass keinen. Ah, Quendel. Und Kurima. Dann mal schnell in die Herberge. Und hier ordentlich essen und schlafen. In der Hoffnung, dass dadurch keiner krank wird. Ruhig in einer Suite. Das ist okay. Meditieren müssen wir auch nicht. Einfach nur schlafen. Kein Nieser, kein Huster. Alles gut. Sauber. Wir gehen doch noch kurz in die Herberge. Sprechen den Herrn an. Wenn ihr was wissen wollt, macht schnell. Was kannst du uns sagen über den Salamanderstein? Wenn ihr in die Salamandersteine wollt, dann seid ihr hier ganz richtig. Nein, wir wollen zum Salamanderstein, der von Magiern getragen wird. Schwarzmagier. Ah. Vor einiger Zeit waren einmal Fremde hier, die sich wie Zauberkundige verhalten haben. Sie sind aus dem Süden gekommen und wollten nach ihrer Mission auch wieder dorthin zurück. Oh, sehr schön. Danke. Das können wir doch gebrauchen. Raus hier. Und unseren Weg zu Fuß fortsetzen nach Süden. Wo die ja auch hergekommen sein sollen. Sehr schön. Lagerplatz suchen. Und dann schauen wir uns gleich weiter im Süden um.